Wieso ist es bei manchen Menschen mittlerweile in deinem Leben so, dass es ausreicht, dass die Person auch nur die Tür zu schnell aufmacht und du regst dich auf? Ja, weil diese Person pleite ist. Ich liebe nämlich diese Metapher. Die Metapher des emotionalen Beziehungskontos. Denn egal, ob wir es wollen oder nicht, immer wenn wir einem Menschen begegnen in unserem Leben, eröffnet sich ein Konto bei dieser Person. Ein emotionales Beziehungskonto. Und Vertrauen in einer Beziehung ist das Guthaben in diesem Konto. Das Gefühl von Sicherheit, das wir in dieser Beziehung haben, hängt davon ab, wie voll dieses Konto ist. Nehmen wir an, wir beide lernen uns kennen, ja? Dann öffnet sich in deinem Herzen ein Konto für mich. Und ich kann dieses Konto füllen. Ich kann Einzahlungen machen in Form von Freundlichkeit, Höflichkeit, Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit, diese Dinge sind Einzahlungen. Was passiert dann? Ich baue Reserven auf in diesem Konto und ich kann diese Reserven sogar beanspruchen. Ich kann sogar Fehler machen. Und du hast kein Problem damit, wenn ich einen kleinen Fehler mache, denn ich habe genug Reserven in meinem Konto. Es ist voll. Und selbst die Kommunikation, was viel wichtiger ist, also in diesem Aspekt jetzt, die Kommunikation fällt auch viel leichter. Warum? Denn du nagelst mich nicht auf Worte fest. Denn du vertraust darauf, dass ich zum Beispiel, wenn ich etwas sage, es gut meine in dem Moment. Auch wenn man es hätte falsch verstehen können, du vertraust darauf instinktiv. Unsere Kommunikation ist viel einfacher. Also, wenn man ein gefülltes Konto hat, ist die Kommunikation einfach, effektiv und schnell. Wie könnte es andersrum sein? Nehmen wir an, ich bin eine Person, die dazu neigt, oft feindselig zu sein, dein Vertrauen zu missbrauchen, überzureagieren, dich zu bedrohen. Dann ist irgendwann mein Konto leer und es ist auch überzogen. Mein Vertrauenspuffer ist sehr dünn. Welche Flexibilität habe ich dann noch? Null. Es ist wie auf einem Minenfeld. Ich muss jedes Wort, das ich sage, abwägen. Du könntest mich auf jedes Wort festnageln. Du vertraust mir nicht, was ich sage. Du vertraust mir nicht, dass ich es gut meine. Also die Kommunikation ist fast unmöglich. Und viele Familien, Beziehungen oder Organisationen leiden unter diesem Problem, dass die Vertrauensreserven am Boden sind und jede Kommunikation wie ein Weg auf dem Minenfeld ist. Und was auch eine Änderung am Mindset ist, also was zu einem Umdenken führt, bei mir zumindest, als ich es erfahren habe, die beständigsten Beziehungen sind der beständigsten Einzahlungen bedarf. Also wenn ich mit einem Menschen viel zu tun habe, dann muss ich bei diesem Menschen auch dementsprechend regelmäßig Einzahlungen tätigen. Das ist auch der Grund, warum manchmal bei alten Freunden, die man zum Beispiel aus der Schule kannte und damals gemocht hat, wenn man sich wieder sieht, plötzlich da weitermachen kann, wo man immer weitergemacht hat. Denn die Reserven sind noch da. Sie sind nicht weggeschmolzen. Man kann da weitermachen, wo man möchte. Nun ist es so, dass du mit Menschen, mit denen du immer zu tun hast, aber diese Reserven aufbrauchst. Manchmal ohne, dass du es merkst. Denn in diesen beständigen Beziehungen können tägliche Interaktionen zum Beispiel zu Abbuchungen führen. Allein die Art und Weise, wie die Person dich wahrnimmt, kann zu einer Abbuchung führen, ohne dass du es merkst. Oder wenn du dich zum Beispiel an Dinge gewöhnst, zum Beispiel daran gewöhnst, dass die Person sehr verständnisvoll ist. Und dann vergisst du, dass du eine Abbuchung machst. Aber du machst sie. Und das häuft sich. Tag für Tag häuft sich das. Und irgendwann ist dein Vertrauenskonto leer. Du bist pleite und gehst ins Minus. Es kann sogar sein, dass du jetzt an eine Person gedacht hast, wo du meintest, boah, ja, diese Person ist echt pleite bei mir. Oder andersrum, was du denkst, ach, deswegen kann ich mich mit dieser Person nicht unterhalten. Deswegen versteht mich diese Person immer falsch. Ja, höchstwahrscheinlich ist dein Konto einfach leer. Und ich finde diese Metapher sehr passend, denn man kann sie auch ausweiten. Ich habe gemerkt, es reicht aus, wenn nur einer von den beiden Parteien immer wieder Abbuchungen macht. Zum Beispiel, wir beide kennen uns. Ich habe dich sehr gerne, aber du machst ständig Abbuchungen bei mir. Ich mache bei dir keine Abbuchungen. Ich bin nett zu dir. Ich bin zuvorkommend. Ich habe Verständnis. Aber du
was immer wieder abbuchen. Nehmen wir mal an. Dann fange ich irgendwann an, auch Fehler zu machen, Abbuchungen bei dir zu tätigen. Aber warum? Wenn wir bei der Metapher bleiben, nämlich das Minus, das du in mir hast, verlangt wie bei einem Bankkonto Zinsen. Du bist so weit im Minus, dass es Zinsen anfängt zu verlangen. Also es macht Abbuchungen bei dir. Ich fange immer wieder an, dich falsch zu verstehen. Und das sorgt nämlich für Abbuchungen bei dir. Wer mag es denn, immer wieder falsch verstanden zu werden? Oder ich möchte dir etwas nicht erzählen. Oder ich bin plötzlich anders. Und das sorgt dafür, dass ich auch Abbuchungen bei dir mache. Anfangs hast du nur Abbuchungen gemacht. Aber dieses Minus von dir in mir sorgt für Abbuchungen von mir in dir. Und so zerbricht dann irgendwann komplett die Beziehung. Ja, aber wie löst man das denn jetzt? Nehmen wir an, wir beide sind in einer Beziehung und ich habe vollkommen verkackt. Es kann eine freundschaftliche Beziehung sein, in irgendeiner zwischenmenschlichen Beziehung. Und ich bin voll fett im Minus bei dir. Was muss ich machen? Natürlich muss ich Einzahlungen machen. Wenn ich jetzt anfange, Einzahlungen zu tätigen, in Form von Wertschätzung, dass ich dir besser zuhöre, dass ich mehr Geduld zeige, was passiert? Erstmal nichts. Erstmal wirst du keine Reaktion zeigen, denn ich war im Minus. Alles, was ich quasi darauf packe, muss erstmal das Minus, was ich mache, ausgleichen, damit es überhaupt zu einer Reaktion, zu einer Reserve wird. Du wirst vielleicht anfangs sogar misstrauisch, denkst dir so, boah, was versucht der denn jetzt schon wieder? Was will der jetzt damit erreichen? Aber wenn diese wirklichen Einzahlungen, und diese Einzahlungen funktionieren nur, wenn sie ehrlich und ernsthaft sind, die werden anfangen, sich anzuhäufen. Und erst nach langer Geduld wirst du etwas. Es gibt keine Patentlösung und es gibt auch keine schnelle Lösung. Ein Aufbau, die Wartung oder die Reparatur einer Beziehung ist wirklich eine sehr langfristige Investition, die viel Geduld erfordert und Willensstärke und Charakter erfordert. Wer das nicht aufbringen kann, der braucht sich nicht zu wundern, wenn die Beziehung in die Brüche geht. Ich habe diese Metapher natürlich nicht ausgedacht. Doch die ist auch aus dem Buch von Stephen Covey, 7 Wege der Effektivität. Ich habe ein bisschen meine Interpretation mit reingebracht, aber sehr wenig. Und ich würde wirklich jedem ans Herz legen, das Buch zu lesen. Und ich würde mich echt freuen, wenn ihr irgendeine Reaktion in die Kommentare gebt, dass ihr das Video geschaut habt. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video.